Bekehrter Missionar. Genau, Missionare heißen die. Aber ich weiß nicht, ist da nicht ein bisschen übertrieben? Ach Quatsch. Ich tue einfach so ein komplettes Dorf zu Missionaren um. Bekehrter Missionar. Umbekehren. Okay, eins wäre das hier noch drüben. Bekehrter Missionar. In so einem Dorf hier, ne? Ist ja jetzt ziemlich doofig und am Anfang waren hier sehr wenige Menschen. Nein, einfach nicht. Weg. Wir haben, ich glaube, zwei oder drei Brüter gemacht. Hier so. Ne? Und so wie der da. Das bedeutet, die kompletten Kinder. Wo kommt ihr her? Die kompletten Kinder aus dem Dorf sind von 2 bis 3 Männern. Heißt das dann, irgendwann ist das ganze Dorf so ein halbes Inzestdorf? Bekehrter Missionar. Oder denke ich, da ist vielleicht zu kompliziert und die anderen tun sich durchaus auch fortpflanzen, nur halt. Nein, kein Kind. Entschuldigung. Nur halt nicht so aktiv wie die Brüter. Bekehrter Missionar. Jetzt komme ich zumindest schon mal fast bis zum Lagerhaus. Kann ich denn jetzt so ein Holzwunder da reinsetzen? Komme ich wieder angeschissen mit meinem Holzwunder? Hoffe, dass er nichts zaubert. Nein. Tada! Schaut her, das Dennlewurm hat das Holz für euch, denn er ist ein Holzwurm. Und ein Wurm, der in einem Apfel wohnt und gleichzeitig auch ein Wurm, der alles andere kann. Ist das Böse dir nicht gut genug? Oh doch, natürlich. Ich bin aber ein hinterlistiger Gott. Zuerst zerstöre ich alles, dann helfe ich beim Aufbau und zerstöre wieder alles. Ist das nicht toll? So lässt es sich doch tot leben. Tot! Ist ja gut. Sterben die mir wieder an der Kultstätte? Nein. Okay. So, was können wir denn noch tun, damit diese Menschen da hinten... Ist gut. Ich wollte nur gucken, dass die hier an uns glauben. 1000 Glauben... Glauben? 1000 Glaube brauchen wir noch. Sehr viele Holzfäller. Er erkannte das Problem der Holzknappheit in diesem Land. Aber anscheinend hat er hinten den Wald komplett vergessen. Wir halten die ganze Zeit Glaube. Ich glaube, der Glaube ist von dem Dorf da drüben. Weil die Missionare jetzt ihre Parolen anstimmen. Die stehen hier vorne, irgendwo hier stehen die und singen dann ihr Stanley-Song. Guck mal. Ja. Ab und zu müssen auch mal Menschen fliegen. Da kommt er gleich wieder. Ich werd verrückt. Dieser Typ ist so paranoid. Ich will nur immer seine Dorfbewohner rumschmeißen und meine Dorfbewohner in sein Dorf reinsetzen. Aber nein, der gute Herr muss gleich wieder mit seinem dämlichen Wunder kommen. Hallo? Ich möchte hier nur... Bekehrter Missionar. Na also, nur mein Menschlein absetzen. So, wieder mal Standard gucken mit einem Holzwunder. Das wird hier hinten nicht so viel bringen. Ich mach das lieber da, wo es jemand sieht. Holz für euch. Nein, das ist noch zu weit weg. Ja, da hat er wieder gezaubert. Hier, ich werfe deine Frau rein. Einfach weil ich sie in der Hand hatte und nicht brauchte. Ich hätte sie auch spenden können, dem Opferaltar. Aber nein, warum? So bin ich nicht. Ich warte nur, bis ich wieder in sein Gebiet kann, um meine Menschen da abzusetzen. So. Bekehrter Missionar. Es geht voran. Jetzt auch schneller, da wir jetzt, glaube ich, mehr Missionare da haben. Oder bilde ich mir das jetzt nur ein?
Und es geht überhaupt nicht schneller. Sind das schon zwei? Nein, ist noch eins. Okay. Hier. Nein. So. Wir müssen Hütten bauen. Wenn wir nur noch ein bisschen Glauben hier bekommen, dann schaffen wir es bis nach vorne zum Lagerhaus. Das Lagerhaus ist der Schlüssel zum Erfolg. Das lehrte uns Kasar. Schaut nur, ich habe Holz für euch. Glaubt an mich. Wir brauchen was zu essen. Also so dringend ist es doch jetzt noch gar nicht, Leute. Ich kann hier mal was abzwacken. Weil hier haben wir genügend Holzmenschen, sage ich schon, genügend Nahrungsmenschen und Speichern. Ziemlich viele Felder. Bitteschön. Hier zwischendurch mal jemand fliegen lassen. Das gehört einfach zum guten Ton eines Gottes dazu. Vor allem Stanley, der Holzwurmgott, der muss das immer mal machen. Bekehrter Missionar. Ah ja, wir kommen langsam nach vorne. Das gefällt mir gut. Haben wir jetzt schon wieder ein Holzwunder? Nein, noch nicht. Tod. Irgendwer stirbt hier wieder. Hier ist die Vermehrungsrate nicht mehr so hoch. Ich glaube, wir müssen hier mal... Wir müssen Hütten bauen. Bekehrter Züchter. Bekehrter Züchter. Hier mal so ein paar neue... Liebesmenschen herstellen. So. Bekehrter Züchter. Das sollte reichen, hoffe ich. Ach genau. Holz. Holz ist der Schlüssel zum Erfolg. 8. Na, Glückwunsch. Das reicht doch noch nicht ganz. 6. Nichts. Ich hätte vielleicht doch nicht... Ach doch, 4. Hätte vielleicht doch nicht alle Menschen töten sollen. 1. Na, Glückwunsch. Tod! Haben wir noch Holz? Wir haben noch Holz. Pass auf. Das gebe ich erstmal hierher. Da kommt noch ein Gebäude, darauf warte ich noch. Und dann komme ich mal mit Nahrung. Ich glaube, Nahrung ist Füllhorn. Eventuell noch besser als Holz. Tada! 1. Warum 1? Was ist los mit euch? Ungläubiges Volk. Ihr werdet noch überzeugt vom Stanley. Ach, natürlich. Vergesse ich immer. Da haben wir niemanden tanzend. Sagt der Existenz. Wir haben keinen Tanzclub vor Ort, deswegen müssen wir von Zeit zu Zeit... Hallo? Es leben die Kelten. 4. Wir müssen Hütten bauen. Es bringt mir mehr Glaube, wenn ich eure Kinder... Oh, ist meiner. Bringt mehr Glauben, wenn ich eure Menschen durch die Gegend werfe. Was seid ihr für merkwürdige Typen? Wisst ihr, wenn... Ist doch gut, ihr werdet jetzt nicht verhungern. Wenn irgendwo Essen aus dem Himmel geflogen kommt, wundert sich niemand. Fliegt aber mal jemand aus dem Dorf rum, glauben gleich alle, oh, es ist der Stanley-Gott. Der Wurm, er war hier. So. Nein, ich möchte keine Werkstatt. Ein großes Haus. Und hier noch ein kleines Haus. Nein. Da, kleines Haus. In so ein kleines passen 2, okay. Hier wieseln die Kinder rum. Nahrung sieht eigentlich gut aus. Irgendwer stirbt hier wieder. Warum? An der Kultstätte? Nein, das ist immer erstmal meine erste Vermutung. Tod. Haben die sich wieder irgendwo selbst angezündet? Hier sehe ich keine rennenden, brennenden Menschlein. Tod. Bitteschön. Bekehrter Missionar. Kann ich eigentlich nur mal so aus Interesse? Moment.
Moment. Wenn das fertig ist, kann ich sein Gerüst klauen. Yeah, ich kann sein Gerüst klauen. Das ist ja cool. Bleibt es auch hier oder tut es auf mysteriöse Weise? Ey! Der nimmt es einfach wieder mit. Der Arsch. Wenn ich die Menschen heile. Gesundheit. Nur mal so als Test. 38. Tod. Jetzt habt ihr. Ja, Holz weiß ich, aber jetzt habt ihr plötzlich viel Nahrung. Das gefällt mir. Ausnehmend gut. Kann ich mir mal ordentlich einen Schorf nehmen. Tod. Entschuldigung. Das sollte eigentlich eine Spende sein. Wir brauchen Holz. Ihr braucht Holz, ich weiß. Aber ich komme noch nicht dahin. Ich warte ja die ganze Zeit schon drauf. Ab und zu hängt das Spiel mal. Ich habe immer Angst, dass ich da mal irgendwann... dass irgendwann die Festplatte vollläuft oder so. Ich würde mal sagen, der Kampf um dieses Dorf hat irgendwie begonnen. Letis und ich tun andauernd irgendwas versuchen, um das Dorf zu beeindrucken. Es gehört zwar ihm, aber es scheint mir, als wäre er auch sehr bemüht darum, das Dorf neu zu beeindrucken. Okay, es ist sein Dorf, deswegen kümmert er sich um die, ist schon klar. Tod. So ein Holzwunder ist doch sehr erstaunlich. Es dauert nur sehr lang, bis ich das da reingebröckelt habe in den ganzen kleinen Stücken. Kurz warten. Oh Mann, wie viel ist das noch? Vor allem weiß ich nicht, wie viel wir dann insgesamt bekommen haben, wirklich. Das ist ein bisschen lästig. Und es wundert mich, dass Letis gar nicht angeschissen kommt, um hier wieder so ein Ding drum zu ziehen. Na komm schon, jetzt ab. Unser Glauben breitet sich auf jeden Fall aus. Jedes Mal, wenn wir dort sind, wieder ein Stück mehr. Jetzt ist es alle. Wie viel brauchen wir noch? Tod. Immer noch 600. Aber ihr braucht auch immer noch Holz. Ich glaube, das ist unser Vorteil. Das lädt sich nicht wieder von alleine auf. Das war voll den Quatsch, das dahin zu bauen. So, Letis, pass mal auf. Ich habe die Schwachstelle von dir gefunden. Also deine Schwachstelle habe ich gefunden. Das hat zwar merkwürdig. Okay, das hat nichts gebracht. Und bei Nacht ist es sowieso immer doof. Dann pennen die ganzen Leute. Aber es bringt trotzdem was. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Wir sind zwar in diesem Fall eigentlich ein Wurm, aber okay. Hier noch einmal fliegen lassen. Wie viel brauchen wir noch? 577. Was können wir noch tun? Haben wir irgendwas Tolles? Nee, nicht wirklich.